Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Elite Dangerous. Heute mit Dietrim. Hallo. Zaubi. Der nicht da ist. Der ist auf K. Okay. Nighty, ich weiß nicht, ob Nighty dabei ist. Ich spiele keine Elite Dangerous, nein. Aber. Egal. Und dem Ole, der aber später dazu kommt. Wir sind gerade auf Dietrim seinem Death Star hier. Denn wir werden gleich springen. Oh, es beginnt, glaube ich. Also ich sehe nur den Charakter von der Außenansicht. Ja, eine Minute noch. Ah, ich habe die ganzen Interfaces nicht mehr. Egal. Ja. Wenn du jetzt im Carrier-Radius stehst, dann bist du einfach zurückgedrängt im Endeffekt vom Carrier. Ja, also ich habe jetzt gerade eine schöne andere Sicht. Die Frage ist jetzt nur, wie schön wird das aussehen? Wir das werden jetzt gleich zu. Wir werden gleich. Kannst du nicht sehen. Die Geräusche sind aber geil. Wir werden nämlich gleich zu. Ich sehe gerade von hier wieder, wie diese Landepads noch beleuchtet sind. Also das kleine und dein großes. Oh, die Sounds. Oh, warte. Was machst du denn die Sounds hör? Hört ihr auch was? So. Ein Sprung nur. Easy. So, Leute. Ja, wir werden auf jeden Fall gleich zum anderen. Wow, wie lahm. Bisschen sehr langsam. Egal, wir springen jetzt. Ah, jetzt geht's. Wir springen jetzt in ein anderes System. Eintritt ins Hyperraumportal. Alter. Wenn du Bug hast, dann kannst du, wenn du in die Außenkamera an sich gehst. Aber das ist nur, wenn du dich vorher vorbereitet hast, dann kannst du doch durchschauen. Sieht geil aus. Die Sounds sind lauter als ich. Durchquerung des Hyperraums. Ich merk's, wie wir uns hier hin und her wackeln, so ein bisschen. Steht aber kein Timer. Nee, wir kommen jetzt auch wieder aus dem Hyperraum. Portal. Oh, es ging ja schnell. Ja, sag ich doch. Aber von außen sieht's geiler aus. Wenn ja, ich hab mich gesagt. Man hört uns gerade nicht, Augenblick. Ah, okay, ich habe eine Fehlermeldung. So, ich glaube, wir sind da, oder? Ja, ich habe eine Fehlermeldung kassiert. Wieso? Ja, weil da manchmal noch ab und zu Bugs drin sind, wenn du mit einem Carrier direkt mal 200, 300 Lichtjahre springst. Ich mache die Sounds wieder leiser, dann habt ihr hier nicht so. Oh, super, jetzt habe ich wieder so eine Station, die 450.000 Lichtsekunden weg ist. Oh Mann, jetzt ist Zaubi laut. Oh Mann. So. Okay, also wir sind jetzt auf einem anderen, in einem anderen Bereich des Systems, egal. Wir haben tausende Systeme. Da hinten fliegt ein. Ach, das sind NPCs, okay. Ja, hier gibt es auf jeden Fall wieder vier. Oh, Alter, ist das hell. Vier Piratenaktivität, hast du gesagt, ne? Ich hoffe. Und ein paar Ressourcen sammeln? Wer ist das denn jetzt? NPC? Auf Landepad 14? Das Schiff sieht aber auch krank aus. Welches ist das? Wie sieht's denn aus? Beschreib's mal kurz. So ungefähr eine kleine Version von deinem. Noch kleiner. Ja, komm mal, guck mal, komm mal raus. Ich komm gleich, ich muss das Spiel gerade nochmal neu starten. Wie gesagt, ich habe eine Fehlermeldung kassiert. Nein, es fliegt weg! Ich mach schnell ein Bild davon. Okay, es ist vorweg. Schade. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Deshalb auch weiß? Hat gelandet. Hat das so einen Schnabel? So ein ja, ja. Ja, das ist eine Dye, das ist eine Kurier, die habe ich auch. Ja, da kannst du gleich mal rausfahren, dann kann ich dir sagen, ob es die war. Da landen einfach random Leute. Ja, ganz viele. Das sind keine random Leute, das sind einfach nur NPCs und das sieht nur so krass aus. Das ist einfach nur so eine Deko. Ah, das ist hier die Dings, die ich auch hatte, plus übelst geil modifiziert. Die Edda. Ja.
Auf diesem riesigen Landepad einfach. Ja, wieso landet das da? Das Landepad einfach ist doch, fünfmal ist so doch, groß. Das ist doch kein mittleres. Das ist genauso groß wie meins. Oh, das ist aber dein großes, ne? Nein, das ist das normal kleine. Ne, es gab noch eine kleinere Version davon. Also, die sah genauso ähnlich aus. War auch so spitz vorne, nee. Hatte so zwei Antriebe links und rechts. Ja, das ist so ähnlich. Was macht denn das Schiff da bitte? Ja, ne, frage ich mich auch gerade. Wie kann das bitte dahin? Das ist genauso groß wie ich. Ich hoffe, dass ich jetzt meinen Gesuchten finde, damit ich ihn in den Grund und Boden schieße. Darf ich da auch Geld für kriegen, bitte? Ich muss nur einen finden. Ja, da sind wir wieder, sage ich mal so, ne? Wir haben einfach eine kleine Pause gemacht. Ich bin jetzt gerade auf dem Flug nach einer Station. Ich hoffe, dass mein Carrier das mitbekommen hat. Nicht, dass es... Ach, ja, denk mal schon. Kodierung überlastet, ja. Sorry, dass es gerade ein bisschen leckt. Das liegt aber gerade an dem Spiel. Das liegt immer am Spiel. Ja, natürlich. Einfach an der Geschwindigkeit, weil hier... Warum lecken deine Aufnahmen so liegt am Spiel? Ja. Leute, es liegt nie an den Leuten, die Computer sitzen. Glaubt es mir. Das ist nie so, nee. Nee, ihr dürft niemals die Schuld anderen geben. Das sind immer die Dinge. Genau. Das ist wirklich wichtig fürs Leben. Sowas sollte man sich immer merken. Ach ja, ich darf einfach nur nicht die 4 drücken, weil wenn ich 4 drücke, pausiere ich die auch. Hier, Gott sei Dank. So, und Ü. Oh. Gas nach vorne und jetzt hole ich mir meine krassen Sachen. Stopp! Hat zum Glück noch gut geklappt. So, Leute, da sind wir direkt an der Station. Hallo. Ich hoffe, die hat ordentlich was. Nikon Tango Hotel Echo. Wieso sagt ihr immer Hotel Echo? Please follow all docking regulations and fly safely. Approval granted. Please continue to bay 44. Oh, soll ich wieder selber landen? Ja, gut. Von mir aus. Ich flieg mit 300 Sachen rein. Hätte vor Strafen kriegen bestimmt, ne? Wenn du jemanden rammst über eine Geschwindigkeit von über 100 hast, dann schon. Da wäre ich geschmeidig durch. Oha, es sieht das hier schön aus. Oh mein Gott, die haben hier so richtige Parks und sowas. Alter. Ich habe nebenbei im Discord auch noch diesen Stream offen, damit man auch mal vorbeischauen kann. Ich schau dir das mal an. Wie schön. Alter. 44, 14. Ne, wo ist denn die 44? Da hinten. Alter, Leute, gönnt euch das mal. Oh, die Kodierung ist überlastet. Ja, ich glaube, ich weiß warum. Alter. Ich glaube, ich sollte die Grafik mal ein bisschen runterstellen für euch. Grafik. Ah, ich habe die Qualität auf Ultra. Meine sind low, Alter. Aber alles ist low. Ne, die Kodi-Einstellung, Alter, zu mir leid, jetzt gerade übelst hart rumlegt. Was kann ich denn jetzt dagegen tun? Ich glaube, einfach landen. Die Kodi-Einstellungen, das haben doch safe wieder das Spiel. Kannst du nichts. Ja, natürlich. Also Leute, ihr müsst euch ganz kurz durch diesen Ruckler durchschlagen, aber ich versuche gerade mein Bestes. Hier sind 4 fahren überall Busse rum, Alter, wie geil. Oh, das sieht so mega cool aus. Was ist denn da? Ja, das ist eine komplette Kolonisation oder so. In der Station oder wie? Ja. Ja, das ist mit so Palmen und so weiter, oder? Ja. Naja, das ist Tourismus. Das ist eine Tourismusstation. So, Leute, ich muss mal ganz kurz die Hotkeys. Ah, siehst du kurz. Ah, jetzt geht die Kodierungsstellung wieder. Ich muss mal ganz kurz Hotkeys umlegen, weil sonst tue ich das Video nämlich stoppen.
Ah, okay, wir haben den Carrier nicht miterlebt. Weil ich 5 Egal, gedrückt wir habe. springen später wieder zurück. Nee, oder? 4 gedrückt habe? Ich weiß es nicht. 1. Das kann sein. Pausieren machen wir natürlich mal ganz kurz. Also Leute, ihr müsst ganz kurz ausharren. Ich pausiere es ganz kurz für euch. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Jetzt habe ich mal ganz kurz hier was geregelt, sodass ihr nicht aus Versehen hier Dings habt, dass das Video pausiert wird. Na gut, ich will doch hier landen. Dankeschön. Was ist passiert? Was? You are on deck. Please shut down systems. Nothing. Gut. Ich hoffe, das passiert in der nächsten halben Stunde mindestens auch nicht, weil ich bin jetzt eine Zeit lang weg. Alter, schaut Ja, euch okay, das dann lock mich an. Bitte aber kurz aus dem Spiel aus. Okay. Weißt du was, ich Oder nehme das. zumindest aus dem Geschwader. Ich gehe einfach kurz zum Hauptmenü. Ich bin ja noch auf deinem Dingsens, auf deinem Frachter. Alles klar. Ich bleibe aber hier im Discord drin, ne? Oh, ja. Ja, passt. Dann ciao. See ya. Tschüss. Gönnt euch diesen Ausblick, das sieht wunderschön aus. Ja gut, also wir werden jetzt hier kurz landen, schauen, ob wir irgendwas machen können, weil wir wollen hier